Ganz unbestritten haben wir in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte ohne Ende hingelegt mit den Höhepunkten im vergangenen Jahr. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und der erste Schritt zur Rehabilitierung und Wiederherstellung von Justizopfern nach dem Paragraphen 175. Meilensteine in der deutschen Rechtsprechung, definitiv. Wir haben Vielfalt im Bildungsplan verankert, wir haben Sichtbarkeit von Führungspersönlichkeiten und von ganz normalen Menschen auf der Straße, die sich LSBTIQ zugehörig fühlen. Aber aus diesen Erfolgen, die wir feiern müssen, und zwar sowas von feiern, das haben wir hart erkämpft, und vor allem das hat die Community hart erkämpft, mit Unterstützung der Parteien, aber so rum wird ein Schuh draus, nicht die Parteien haben Gleichstellung bewirkt, sondern wir haben sie eingefordert und sie mit der Gesellschaft durchgesetzt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig über viele, viele Generationen. Verbunden mit einem Dankeschön an die Würdenträgerinnen und Würdenträger. Aber daraus erwächst für uns eine kolossale Verantwortung. Nämlich auf dem, noch mal ein bisschen genauer hinzublicken. Und das geht ganz einfach. Schauen wir in die Polizeiberichte, Judith Skudelny hat es gerade gesagt. Wir lesen plötzlich wieder Übergriffe, Gewalt, Mord, nicht nur in anderen Ländern, wie wir es gerade gesehen haben oder auf der CMT kundgetan haben, sondern auch in Deutschland. Wir merken, dass ein Trump in den USA erst vor 2 Wochen ein Gesetz verabschiedet hat, das es Pflegekräften und Ärzten erlaubt, Behandlungen und eine Begleitung eines transsexuellen Menschen abzulehnen. Da werden Menschen klar stigmatisiert. Und das in einem der größten Länder. Wir werden mal schauen, wo die USA im nächsten Jahr beim Gay Travel Index steht. Ob da tatsächlich noch alles grün ist. Das sind Themen, die können uns nicht kalt lassen. An solche Dinge müssen wir uns ranwagen. Dazu gehört natürlich auch, dass Mobbing auf dem Schulhof immer noch tagtäglich ist, dass wir eine überdurchschnittliche Selbstmordrate an queeren Jugendlichen haben. Und das liegt nicht daran, dass sie queer sind, sondern dass es ihnen die Gesellschaft schwer macht, zu sich selber stehen zu können. Das müssen wir klar und offen ansprechen. Und deswegen ist nach der Eheöffnung noch lange nicht Ende der Reise. Diese Bruchlinien zeigen existenzielle Folgen für ihn oder für sie, die als betroffen gelten. Jenseits der Landesgrenzen, wir haben es gerade schon gesagt, beginnt tiefste Finsternis. Wenn dann lesbische, schwule und transsexuelle Menschen als bewusste Ablenkung oder gar als Sündenböcke herhalten müssen, schauen wir uns Ägypten, teilweise auch die Türkei an, nicht selten gepaart mit staatlicher Verfolgung oder gesellschaftlicher Ächtung. Repression und Tod sind hier tatsächlich an der Tagesordnung. Das ist aber natürlich kein Stoff für ein Motto. Wäre ein bisschen arg triste. Vielmehr finden wir spannend, was gerade in Frankreich passiert. Mit Macron. Da kommt eine neue Bewegung auf. Die Gesellschaft bewegt sich. Auch Judith Skudelny hat es gerade gesagt. Gabriele Amann hat es gesagt. Die Landeskirche bewegt sich. In welche Richtung? Werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen und werden das begleiten. Wir hören, was im Bundestag und auch im Landtag oder im Stuttgarter Gemeinderat von manchen Politikerinnen und Politikern ganz am Rande der jeweiligen Plenarsäle gesagt wird. All das bringt Menschen in Wallung. Und das ist eine neue Bewegung, wie wir feststellen. Das ist etwas, dass Menschen plötzlich sagen, mich interessiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Dadurch entsteht eine neue Kraft. Diese Gegenbewegung zur Isolation, Ausgrenzung und Abschottung hat zwar noch keinen Namen und auch kein Symbol, aber sie ist als Geist schon greifbar. Die Menschen setzen sich für einen Wandel in der Gesellschaft ein und diesen Wandel müssen wir über Lagerdenken hinaus verinnerlichen. Es geht nicht darum, dass Lesben auf die Straße gehen und sagen, wir müssen etwas verändern und wir müssen für lesbische Sichtbarkeit kämpfen. Viel wichtiger ist, dass der Schwule oder dass der transsexuelle Mann sagt, ich gehe auch für einen Schwulen auf die Straße. Und noch viel wichtiger umgekehrt, dass wir erstmal in unserer Gesellschaft gemeinsam versuchen, solidarisch zu sein.
Und ganz ehrlich, nach der Öffnung der Ehe kamen reihenweise E-Mails von Vereinsmitgliedern, teilweise aus der Community, teilweise von sehr interessierten Pressevertreterinnen und Vertretern, teilweise aus der Bevölkerung. Naja, ist doch alles erledigt. Wir haben doch nichts mehr zu tun. Lösen wir den Verein auf. So funktioniert es definitiv nicht. Dazu haben wir tatsächlich noch viel zu viel zu tun. Für diese Gesellschaft in Bewegung haben wir nach einer aussagekräftigen Klammer, einer gedanklichen Klammer gesucht für unser politisches Kulturfestival und wir sind fündig geworden. Bevor ich erkläre, um was es da alles geht, bitte ich mal die Technik einfach umzuschalten. Wir gehen nämlich gemeinsam auf eine Reise, wir gehen auf die Expedition Wir, das Motto des CSD 2018. Ganz offen und frei von der Leber weg. Wir hatten eigentlich gedacht, nach dem Kontroversen, und er war wirklich kontrovers für viele Menschen, nach dem kontroversen Perspektivwechsel, machen wir was Einfacheres. Naja, ganz funktioniert hat es nicht, aber wir glauben, wir haben eine zündende Idee gehabt, ohne uns selber loben zu wollen. Wir haben nämlich eins gemacht, wir wollen ein Stück weit über die Grenzen hinwegdenken. Die Grenzen des LSBTTIQ. Und das muss nicht ein Motto für den CSD sein, das kann ein Motto für Deutschland sein. Wir sind gemeinsam auf einer Reise. Diese Reise begann schon vor ganz vielen Jahrhunderten. Also, da muss ich in Stuttgart nur an Karl-Heinrich Ulrichs denken, der auf einem Juristenkongress 1800 schlag mich tot, mittlerweile hat er auch einen Platz in Stuttgart, gesagt hat, die rechtliche Gleichstellung für Urlinge, so hat er Lesben und Schwule damals genannt, muss kommen. 1800 noch was. Berufsverbot, Ächtung, Ausgrenzung, der hat in Stuttgart gelebt. Es war nicht ganz einfach für ihn. Aber diese Reise, die Expedition, wir begann schon ganz, ganz lange. Die hatte Höhen in den goldenen 20ern, die hatte schreckliche braune Tiefen unter den Nationalsozialisten, aber auch in der jungen Bundesrepublik und in der jungen DDR. Dieses Unrecht wurde erst im vergangenen Jahr leicht getilgt. Wir sind auch hier noch nicht ganz am Ende der Reise. Die Expedition Wir hat 1969 einen bahnbrechenden Erfolg erlebt, den man damals gar nicht als Erfolg wahrgenommen hat, sondern als Polizeirazzia. Aber aus 1969 ist etwas erwachsen, wo dann in den 70er Jahren freie Liebe, freie Sexualität und es kann nur besser werden wurde. Und in den 80er Jahren haben wir dann den großen Rückschlag bekommen, die AIDS-Krise. All das gehört zur Expedition Wir. Aber aus solchen Höhen und Tiefen, Höhen, die wir gemeinsam erklimmen und Tiefen, die wir gemeinsam durchschreiten, daraus erwächst eine enorme Kraft. Und diese Kraft gilt es zu nutzen. Und auf diese Kraft müssen wir uns auch ein Stück weit wieder zurückbesinnen. Gestern Abend war im Kunstmuseum eine erneute Führung durch die Ausstellung Patrick Angus. Patrick Angus, ein Maler der 80er, der schwule Chronist des schwulen Lebens in New York. Diese Ausstellung ist einzigartig. 200 Bilder eines schwulen Künstlers, das schwules Leben sehr, sehr plastisch und deutlich und explizit darstellt. Und das nicht im schwul-lesbischen Zentrum Weißenburg. Das nicht im schwulen Buchladen Erlkönig. Das auch nicht im schwulen Museum in Berlin. Sondern in dem öffentlichen Haus des Kunstmuseums in Stuttgart. Ich lege es wirklich jedem ans Herz, es lohnt sich. Und es lohnt sich für mich, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Ich gehe aus jedem Besuch dieser Ausstellung mit neuen Ideen. Ich fühle mich wertgeschätzt. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich bin stolz auf unsere Community. Und das fehlt mir an ganz, ganz vielen Stellen. Das haben wir verlernt. Wir denken zu sehr in Problemen und zu wenig in Lösungen. Und diese Lösungen werden wir, das ist so sicher wie das Amen in der evangelischen Landeskirche, nicht alleine lösen. Wir brauchen Unterstützung aus der Mehrheitsgesellschaft. Einige unterstellen uns ja, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen wollen und schwules und lesbisches Leben verankern wollen auf der ganzen Welt. Bullshit.
sei es drauf, egal. Aber klar ist doch bei dieser Aussage, es geht nicht um die Weltherrschaft, aber es geht um Normalität. Und dazu ist die Expedition wie eine Blaupause. Eine Blaupause aber auch für die Zukunft, die von uns noch keiner kennt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Gleichberechtigung, mit Vielfalt und Offenheit in unserer Gesellschaft. Wir erleben, dass uns das Menschen wieder streitig machen wollen. Von daher wird es umso wichtiger werden, uns als selbstbewussten Teil dieser Community zu verstehen und gleichzeitig auch zu versuchen, gemeinsam etwas in Bewegung zu bringen. Es geht um das Verstetigen von lange, lange hart erkämpften Errungenschaften. Das ist die eine Geschichte. Dass uns keiner mehr die Öffnung der Ehe wegnimmt. Dass uns keiner mehr das Thema Antidiskriminierung abstreitig machen möchte. Dass wir keinen Jota zurückgehen hinter die Formulierungen des löblichen baden-württembergischen Bildungsplans oder auch des Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte, der in diesem Jahr auch wieder besser ausgestattet ist finanziell. Beim letzten Jahr haben wir ja noch ein bisschen rumgemäkelt. 400.000 Euro, ordentliche Geschichte. Vielen Dank an alle, die dafür gekämpft haben. Aber das darf uns auch keiner mehr wegnehmen. Das ist eine wichtige Geschichte. Und es geht um das konsequente Weiterentwickeln. Denn Regenbogenfamilien sind durch die Eheöffnung noch nicht geschützt. Das Abstammungsgesetz muss angepasst werden. Das Abstammungsrecht ist ein ganz, ganz großes Thema. Familien zu schützen. Familien bestehen nicht mehr nur aus Mutter, Vater, Kind. Sie bestehen mittlerweile nicht mehr nur aus zwei Männern und zwei Frauen. Auch zwei Frauen mit Kindeswunsch brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen. Den haben sie noch nicht. Denn sie werden, wenn eine der beiden schwanger wird, erstmal als völlig fremde Menschen behandelt. Das ist eine Krux. Die wird aber völlig überlagert vom Erfolg. Und auch das Thema Rehabilitierung von Opfern des Paragraphen 175 ist noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Das Schutzalter, das unterschiedlich ist zwischen heterosexuellem und schwulem Sex, das kann nicht bestehen bleiben, daran müssen wir rangehen. Schwuler Sex ist nicht schützenswerter als heterosexueller Sex. Und das muss auch die Rechtsprechung abdecken, ganz klar. Oder aber auch die Frage, was passiert mit der Anrechnung dieser Geschichten? Es gibt schon erste Fälle, die sagen, das wird mir auf mein Hartz IV angerechnet. Da habe ich ein Problem. Darüber müssen wir diskutieren. Und auch die Thematik, dass wir erstmal mit der ganzen Thematik nur die schwule Sicht abgedeckt haben. Was ist mit den lesbischen Frauen, die unter den Nationalsozialisten gelitten haben, die auch in der jungen Bundesrepublik und der jungen DDR Repressalien erfahren haben? Andere Vorzeichen, kein Paragraph des Entlastungs, aber nicht Lösungen zu finden. Und das ist eine Expedition. Und das wird der Bundesjustizminister ganz stark prüfen wollen. Auch transsexuelles Leid unter den Nationalsozialisten, es ist nirgendwo dokumentiert. Und über Transsexualität, Thema TSG, bundesverfassungsgerichtswidrig, ein großer Erfolg letztes Jahr, das Thema drittes Geschlecht, aber gleich der Rückschlag. Die psychiatrische Begutachtung wird höchstrichterlich festgestellt, wird zumindest nicht als illegitim wahrgenommen. Das sehen aber die Betroffenen völlig anders. Und das müssen wir angehen. Und auch das ist eine Expedition wir. Das heißt, neben dem Verstetigen unserer Erfolge gilt es, eine konsequente Weiterentwicklung anzunehmen und den nachhaltigen Schutz und auch teilweise die klare Verteidigung des gesellschaftlichen Wandels hin zu Offenheit, Gleichberechtigung voranzubringen. Wichtig ist, die Expedition Wir ist für uns eine Klammer. Sie ist nicht ausdiskutiert, sie ist nicht ausformuliert. Das ist mit Verlaub auch nicht die Aufgabe des CSD Stuttgart, nicht des ehrenamtlichen Orga-Teams, sondern wir sind gefordert, mit allen gesellschaftlichen Akteuren, mit allen vertretenen Parteien, mit allen Menschen in der Gesellschaft, die Expedition Wir gemeinsam zu formulieren. Expedition Wir heißt nicht, LSBTIQ sagen, was wir wollen, sondern wir als Gesellschaft, als Homos, als Heteros, als Große, als Kleine, als Dicke, als Dünne, als Alte, als Junge, all diese Menschen
müssen sich gemeinsam über die Zukunft austauschen und müssen gemeinsam den Wandel begleiten. Denn völlig klar ist, dass unsere Themen genau die gleichen Themen sind, die große und die kleine Politik beschäftigen. Wenn wir über das Thema Familienplanung und Eheglück sprechen, über Beruf und Alltag, Gewalt und Diskriminierung, Inklusion und Teilhabe, Alter und Pflege, Identität und Gemeinschaft, Fluchtursachen und Integrationsbemühungen, Erinnerungskultur und Zukunftsängste. Immer dann sind wir gemeinsam gefordert. Nicht wir als LSBTIQ-Community, sondern wir müssen das große Ganze denken. Und das ist der Aufruf, das Aufbruchsignal der Expedition Wir, die wir gemeinsam angehen müssen. Auf diese Reise laden wir euch ein, und mit euch meine ich, liebe Regenbogen-Community, Arsch hochkriegen, zu Veranstaltungen gehen, sich einbringen. Und es ist eine Einladung an die Mehrheitsgesellschaft, unsere Themen nicht als schmückendes Beiwerk abzutun. Unsere Themen auch nicht als verzichtbar abzutun. Solange es eine einzelne Person gibt, die in Deutschland aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts diskriminiert wird, haben wir noch Aufgaben vor uns. Die werden wir mit der Expedition diskutieren, Expedition hier diskutieren. Und wir